Okay, spannende Geschichte. Kann ich nicht auf dir? Nö, kann ich nicht. Kann ich auf dir? Nö, kann ich nicht. Na gut, dann gehen wir mal einfach nach oben. Hier gibt es ja Türen bis zum Abwinken, das ist ja der Hammer. Also wir nehmen erstmal natürlich tot. Wir nehmen erstmal das Ding da hinten mit. Deswegen sind wir ja hier. Und dann können wir uns ja mal mit den Türen von oben nach unten arbeiten. Patsch. Zum Beispiel die da. Okay. Komme ich da nochmal rein? Nee, die Tür ist so intendiert. Da muss ich vorher wahrscheinlich irgendwas machen, damit diese Zwischendimensionen aufhören. Ich kann hier auch nicht drehen. Das ist total faszinierend. X kann ich auch nicht nehmen. Okay, die Räume hier sind wirklich recht zweidimensional. So, dann gehen wir doch mal da rein. Na hopp. Und dorthin und dorthin. Und dann schauen wir mal. Da bin ich ja herge- Nee, da bin ich nicht hergekommen. Da bin ich hergekommen. Da war ich noch nicht. Das heißt, wir gehen auch mal da rein. Okay, muss ich die Geschichte verstehen? Nö, hier kann ich mich auch nicht umdrehen. Ich denke erstmal nicht, dass ich die Geschichte verstehen muss. Zack, zack, gibt es hier auf der Rückseite noch Türen. Es sieht erstmal nicht so aus. Nö, es sieht wirklich so aus, als ob es nur eine Seite wäre. Gut, dann ist das hier die letzte Tür. Dann habe ich hier jetzt auch alle Würfel. Genau. Und jeden Raum erledigt. Ich will jetzt trotzdem nochmal nach ganz oben in diesen einen Raum. Nach ganz oben in diesen einen Raum. In dem der Weltraum zu sehen war. Wobei, wie gesagt, da gibt es ja nichts mehr. Also, die Räume sind ja vollständig. Wie man hier sieht. Insofern gibt es eigentlich für mich auch nichts mehr zu tun. Das heißt, ich kann eigentlich ganz normal zurück. Finde ich ja jetzt super überraschend, dass ich da überhaupt nichts mehr tun muss. Also, ich habe gedacht, das wäre jetzt wirklich ein bisschen größere Welt oder sowas. Aber nö, das ist jetzt eigentlich wirklich Kleinspaß gewesen. So, dann schauen wir uns doch die nächste Baustelle an. Oh. Oh. Oh, das sieht ja lecker aus. Okay. Okay, da oben gibt's irgendwas. Kann ich auf die Mülltonne? Nein, kann ich nicht. Kann ich auf das Fass hier? Nein, kann ich nicht. Drehe ich mich mal um. Kann ich hier auf die Markise? Kann ich hier auf die... Ah, da kann ich hin. Oh, hier gäbe es eine Leiter. Also, da hätte ich jetzt auch gar nicht groß hin müssen. Gut, dann kann ich mal hier rein.
Gut. Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen, weil ich das so nicht erwartet hätte. Dass ich jetzt so einfach an diese... Okay, da ist nichts mehr. Da kann ich wieder raus. Dass ich so einfach an diese Gegenstände komme, das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Gut, dann gehen wir hier wieder einen weiter nach oben. Hopp. Geht's hier in diese Tür? Da ist ein Puzzlesystem, da ist ein Würfelweltsystem, da ist, warte mal, hoch, rechts, links, tak, 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 tak. Also, hoch, rechts, dreh, spring. Zurück, rechts, spring, runter. Ja, wunderbar. Manchmal muss man einfach wirklich bloß die Cursor-Dinger lernen und verstehen. Habe ich hier jetzt alles? Ja, habe ich auch alles. Gut. Gab es im letzten irgendwas? Naja, werden wir rausfinden. So, das heißt, wir verlassen den Raum wieder. Und wollen ja eigentlich da hoch. Zack. Okay, da ist noch ein Raum. Da gehen wir nachher die Treppe hoch. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. So, dann sind wir hier drin. Da ist nichts mehr. Da geht es auch nirgends weiter. Das heißt, wir können hier ums Eck und dann in den Raum gehen. Wunderbar. So, dann habe ich auch schon wieder alle Räume von dieser Tür durch. Das ist ja schön. Also, ganz ehrlich, ich bin echt, muss ich sagen, ich bin echt überrascht. Ah, Quatsch. Ich wollte ja ganz nach oben, weil ich gucken wollte, was es hier gibt. Wobei ich jetzt alle Eigenschaften und Räume habe. So, Tumti-dumti-tum. Na, hopp, hopp, hopp. Hopp. Und hopp. So. Gibt's da irgendwas? Nö, da gibt's eigentlich gar nichts. Das ist jetzt alles rein dekorativ. Nichts Besonderes. Kann man auch nicht groß rumspringen. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und können den Bereich ja auch wieder verlassen. Wir haben ja jetzt alles. Okay, das sagt mir nichts, dieses Schild. Gut, da haben wir in dem Bereich auch schon wieder alles erledigt. Und hier eigentlich auch. Wir müssen jetzt wirklich bloß noch einen durch eine Tür. Und dann sind wir mit diesen Türen wirklich allen am Ende. Und dann ist halt die Frage, was kommt danach? Okay. Charaktere. Tun die mir was? Ich weiß es nicht und ich denke, wir finden es auch erst in der nächsten Folge raus, beziehungsweise auch erst in der nächsten... Nö. In der nächsten Aufnahmesitzung. Okay, das war die letzte Tür. Ansonsten geht es wirklich nach oben und gibt viele Abenteuer da oben.
Wie gesagt, ich hadere gerade ein bisschen. Ich sollte aber noch 5 Minuten aufnehmen, dann kann ich nämlich die Folgen abschließen. Mindestens. Das heißt, ich mach mal den Spaß hier. Einfach aus Neugier. So, dann komme ich ja da hoch. Ich will aber nicht da hoch, ich will da runter. So. Kann ich mit ihm reden? Ah, ich verstehe ihn nicht. Verstanden, ich verstehe ihn nicht. Haha, witzig. So. Ja. Alles klar. Alles klar. Gut, dann laufe ich jetzt einfach nur in der Gegend rum. Und versuche Zeug einzusammeln und Türen zu finden. Ja, ich habe gedacht, da gibt's vielleicht... Da gibt's vielleicht irgendwas Witziges. Quasi auf... Ah, da gibt's noch eine Tür. So, und hier gibt's noch eine Tür. Aber da gibt's auch ein Geheimnis. Nämlich nach oben. Nee, komm, geh mal runter. Irgendwas ist doch hier mit diesen Kronleuchtern. Aber was? Da gibt's noch ein kleines Geheimnis. Okay. Gut, da gibt's also noch... Moment mal, was war denn da jetzt an der Tür? Wenn ich jetzt hier rüber schiel... Seht ihr das? Da ist was an der Wand. Aber ich weiß nicht was. Es sieht mir aus wie kleine Kinderfüße. So, Kinderfußgetappel. Aber ich habe keine Ahnung. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und bevor wir die Tür da hinten probieren, also da hinten gab es ja eine Tür, probieren wir mal die Tür. Na. So, diese Tür. Und da oben ist natürlich auch wieder ein ganz großer... Ah, so, dann muss ich mal schauen. Vielleicht ist ja mein QR-Code-Scanner clever genug. Trotzdem, das Ding einzulesen. Sekunde. QR-Code. Okay, ich laufe mal ein bisschen weg. Nee. Also wirklich nicht. Kein bisschen. Schade.